Hier ist ja noch einer. Schockieren, mein Freund. Die Dinger sind nicht wieder da, oder? Doch. Okay. Ja, ja, ich geh ja gern auf Nummer sicher, wie ihr wisst. Alter. Alter Falter, das war ja echt knapp. Eieiei. So, Munition. Munition. Ich habe immer gerne lieber ein volles Arsenal als ein halb leeres Arsenal. Fühlt man sich einfach sicherer. So. Geht's hier jetzt weiter? Ah! In den Abgrund. Schade um das Schild. Scheiße. Fuck. Aber okay, gibt zusätzliche Erfahrung. Habe ich nicht unbedingt was gegen. Der ballert schon wieder auf mich. Junge Mann, hüten Sie sich mal ein bisschen hier. So. Ein älterer Herr braucht nur mal ein bisschen länger. Aber ebenso. So kann man es auch machen. Ich finde das irgendwie witzig. Diese kleinen Schoßmutanten rumzuschubsen mit dem Schild. Macht irgendwie Spaß. So, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Munition. Ist ja nie verkehrt. Munitiones. So. Nochmal den Schild. Ah, das Schild, der überholt bald die Plasmaspule. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Vielleicht kriegen wir die ja sogar noch verbessert während des Let's Plays. Das würde ich doch sehr begrüßen. Dass ich euch doch möglichst viele Waffen zeigen kann. Also, dass ich euch nicht alle zeigen kann. Ich glaube, dass... Könnt ihr mir an dieser Stelle verzeihen? Falls nicht, dann ist es halt so. Dann habe ich Pech gehabt. Na, wo ist der andere Mutant? Irgendwo hier lungert doch noch einer rum. Nö, der ist anscheinend mit draufgegangen. Okay. Dann nicht. Na, Freunde? Wollt ihr auch noch mal mein Schild schmecken? Dann Bon Appetit. Ah, sind wir hier die Dicken? Ach, da ist doch so ein blöder Schild, ja? Ach, Mann, oh. War klar. Fuck. Ja, mit denen komme ich tatsächlich nicht so gut zurecht. Vor allen Dingen, weil er ein gewisses Zeitlimit hat. Mist. Ah! Uiuiuiuiui. Ja, es sind wieder so ein paar kleinere, die können wir ja mit dem Schild umhauen. Sehe ich da einen Nassborner? Da ist tatsächlich ein Nassborner. Oh, das ist ein dickerer. Das war ein dickerer, ein größerer. So, Alter, das sind so viele Kisten, ne? Alter Schwede.
Platte, 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 Platte und Dankeschön. Oh, schon wieder du. Hallo? Ratchet? Wie? Der lebt immer noch. Frechheit. Okay, das Plasmateil ist leider leer. Schade eigentlich. Was? Ich dachte, da kommt noch mehr. Okay, das scheint der reguläre Weg zu sein. Da ist der Knopf. Ich frage mich nur, wo es hier Platin-Bowls geben soll oder Geheimpassagen. Ich hoffe ja, dass wir noch sowas wie, wie so ein Kartomat kriegen, dass wir dadurch geheime Bereiche sehen können. Müssten wir aber eigentlich auch. Ah, sind wir kleine. Die sich offenbar schon freiwillig gegen das Schild wemsen lassen, wollte ich jetzt fast sagen. Was ist das? Anscheinend. Aber ich habe dann noch was Mutantenmäßiges gehört. Nämlich den Kollegen und den da hinten auch noch. So. Oh, was haben wir denn da? Ich habe irgendein Teil erhalten. Ich konnte es leider gerade nicht lesen. Tut mir leid. Gucke ich gleich mal nach, was das für ein Teil ist. Auf jeden Fall haben wir was bekommen. Das ist schon mal gut. Gibt ihr noch irgendwas Mutantenmäßiges? Was ist denn das, was wir da gekriegt haben? Hypnomatik. 1 von 3, okay. Hypnomatik. Was konnte das Ding nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie, ist der Kleine schon weg? Mensch, geht immer so schnell. Tatsächlich, die gehen recht schnell zu Boden. Gut, hier geht's also nicht weiter. Das war dann wohl das Handelszentrum, genau. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch die angedockten Schiffe. Okay. Wahrscheinlich bringt uns der Lift jetzt erstmal direkt zurück zu unserem Schiff. Jo, das dachte ich mir. Gut, das war also der Weg. Den Weg, den wir in der Richtung hier hatten. Der hier, den haben wir jetzt abgeschlossen. Komplett abgeschlossen. Bevor wir aber nach Grelbin gehen, würde ich gerne erstmal noch den anderen Weg mitnehmen. Und davor kaufe ich mir erstmal Munition. So. Denn es kann ja nicht sein, dass ich hier mit einem halbleeren Arsenal rumlaufe. Oh Mensch, unser Schild verbessert sich echt bald. Ja, cool. Das finde ich ja geil. Gibt es hier eigentlich einen Stilpunkt? Ich meine, nein. Der Mosel. Sicheres Lager. Das war es, glaube ich, nicht. Wie damals, Dobo. Ja, das haben wir verpasst. Der Mosel, Grelbin. Also es gibt zwei Stilpunkte, wenn ich das richtig viel sehe, für Damosel.
Aber keinen für das Lager. Und einen haben wir es verpennt. Nämlich den hier, Dobbo, wie damals. Das ist nämlich die Testanlage. Werde ich da wahrscheinlich im zweiten Durchgang dann offscreen machen, ohne euch. Werde ich dann, denke ich mal, den Steep-Punkt dann holen. Damose, Stadtexpress. Ich kann mir irgendwie schon vorstellen, was es sein wird. Netter Ritt. Ich glaube, das ist der Steep-Punkt mit dem Schiff. Waffenneid. Das ist das, was ich euch sagte mit dem Waffenarsenal. Und Nano-Besitz-Limit hatte ich euch ja auch schon erklärt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich traue diesen Plattformen nicht, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich liebe es immer, dass sie, wenn sie gegen den Schild rennen. Ich finde das so klasse. Das gibt denen so gute Erfahrungen. Ihr habt ja gesehen, also der ist ja an Erfahrung hochgegangen. Das ist ja Wahnsinn. Das war's schon? Ja, das war's schon. Das war's zu den Mutanten. Okay. Aber wie gesagt, wir werden die Monster-Lexikon werden wir wohl noch durchgehen miteinander. Es hat sich einiges getan. Alleine schon wegen diesem blöden, wegen dieser blöden, unmöglichen Herausforderung. Sind ja wirklich einige Gegner draufgegangen. Ein paar. Mehr. Interessant, ich kann währenddessen auch nicht das Waffenarsenal aktivieren, okay? Also beziehungsweise die Schnellauswahl davon. Okay, die Lampen lassen sich so nicht zerstören, nur auf die Weise, auch interessant. Aha, Speicherpunkt, okay. Oh nein. Ein eine Levitator-Passage, okay. Das wird gemein, glaube ich. Okay, wurde doch nicht so gemein, wie ich dachte. Was ist denn in der Richtung? Ist das auf der Karte hier verzeichnet? Ja, aber als Ziel. Okay. Das ist als Ziel angezeichnet. Ich sehe keine Geheimpassage hier. Doch, hier. Ich glaube, das hier ist die Geheimpassage, wenn überhaupt. Was wir ja auch schon mal hatten, war ja eine Platte, die da drunter war. Deswegen gucke ich mal kurz. Nee, da ist keine Platte da drunter. Okay. Wie gesagt, ansonsten gucke ich offscreen nochmal. Dann tut mir das leid, wenn ich euch das nicht direkt während des Let's Plays zeigen kann. Oh. Entschuldigung. Wie gesagt, das sind nur die Reste. Also es war vorher wesentlich schlimmer und wesentlich unangenehmer. Wo muss ich denn von hier aus jetzt hin? Ach, zu dem Schiff. Okay. Alles klar. Gut, das waren jetzt etwas größere Gegner. Die haben wir halt so erledigt. Kann man auch mal machen. Aber die Nase juckt. Ah ja. Alles klar. Verstehe. Wir wollen mal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anheben, haben sich die Entwickler da wohl gesagt. Indem sie ja jetzt einfach so ein paar Strahlen dazwischen gesetzt haben. So nach dem Motto, der Kollege sollte schon in der Lage sein, so durchfliegen zu können.
Nee, ist klar. Der Kollege schafft das auch. Haha. Da habe ich mir gedacht, dass da gleich wieder solche Viecher auf einen lungern. Aber wir sind ja vorbereitet. Warum kommen jetzt keine Kleinen mehr? Sehe ich ganz gerne die Kleinen. Jetzt kommen ständig die Großen. Das finde ich ja nicht so toll. So. Wieder ein Schiff. Das Schiff da drüben. Hoch in den Wolken. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an Bioshock Infinite, muss ich tatsächlich sagen. An Columbia. So, die Frage ist jetzt, was ist jetzt... Ah! Unsere kleinen Lieblingsmonster sind hier wieder. Ja, kommt nur her. Kommt nur her. Das machen wir jetzt so lange, bis sich das Schild verbessert. Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen öde, aber immerhin, dann haben wir auch eine Waffenverbesserung dieser Aufnahmesession. Ist doch ganz gut. Kann man mit zufrieden sein. Und ein bisschen Geld kriegen wir dadurch auch noch. Was will man mehr? Das hört sich aber auch an, ey. Au. Okay, ich glaube, so... Viel scheint dem Schild nicht mehr zu fehlen. Bis zu einem Aufstieg? Jo. Der ist glatt mal über die Reling geflogen. Das finde ich gut.